und damit in Brandenburg für Tesla die Sonne aufgeht. Da sind noch einige Aufgaben zu erledigen. Die Fragen rund ums Wasser zum Beispiel und wie die Infrastruktur mitwachsen muss. Heute ist für die Tesla-Fabrik zunächst aber ein wichtiger Termin im Planungsverfahren. Bis zu diesem Donnerstagabend konnte jeder Einspruch erheben gegen ihren Bau in Grünheide. Phil Beng berichtet. Vor Ort schafft Tesla Tatsachen. Genau 3 Wochen nach Rodungsbeginn sind die ersten 90 Hektar des einstigen Kiefernforstes bei Grünheide nicht wiederzuerkennen. Und die Arbeiten gehen zügig voran, bisher allerdings unter Vorbehalt. Denn bis heute kann jeder, der will, noch Hinweise und Einsprüche zum Genehmigungsverfahren der geplanten Gigafactory einreichen. Und kurz vor Einsendeschluss ist einiges an Einwänden zusammengekommen. Mit Stand 14 Uhr hatten wir 270 Einwendungen. Es treffen aber immer noch Einwendungen ein, sodass ich davon ausgehe, dass wir auf eine Zahl größer 300 kommen. Aber was steht drin in den eingereichten Kommentaren? Ein zentrales Thema vieler Hinweise: das Grundwasser. Manche Anwohner fürchten, der hohe Wasserverbrauch der Tesla-Fabrik könnte benachbarte Seen und das Löcknitztal bedrohen. Immerhin ein Trinkwasserschutzgebiet. Hier an der neuen Löcknitz lebt Rudolf Mann. Dass Tesla in die Nachbarschaft ziehen will, begrüßt er. Doch er stellt Bedingungen. Ich fordere von der Genehmigungsbehörde, dass eine Auflage in die Baugenehmigung reinkommt, dass Tesla oder wer auch immer, die Landesregierung oder der Wasserverband, wer auch immer, so schnell wie möglich das Wasser von woanders holt. Weil wir haben hier genug andere Belastungen zusätzlich durch die Tesla-Ansiedlung, was Verkehr und Lärm und Verschmutzung und so weiter angeht. Weitere Probleme, die auch für weitere Einwände sorgen. Beispiel Nahverkehr. Die Grünen-Fraktion des Kreistages Oder-Spree will mit ihrer Einreichung Tesla verpflichten, zwischen dem Fabrikgelände und den Bahnhöfen Fangschleuse und Erkner einen Shuttle-Service mit Bussen anzubieten. So soll vermieden werden, dass die bis zu 12.000 Tesla-Mitarbeiter mit Privatautos zur Fabrik pendeln und die ohnehin angespannte Verkehrslage in Erkner und Umgebung weiter verschärfen. Welche Hinweise schließlich berücksichtigt werden, prüft jetzt das Umweltamt. Dass die Ansiedlung von Tesla aber daran scheitern könnte, glaubt hier niemand. Nach dem bisherigen Überblick ist nichts zu erkennen, was dem Vorhaben grundsätzlich entgegensteht. Ich muss mich da aber auch bewusst vorsichtig äußern, denn eine endgültige Auswertung der Einwendungen hat noch nicht stattgefunden. Das ist jetzt in den nächsten Tagen vorbehalten. Bis jetzt haben wir die Einwendungen registriert und gezählt. Einsprüche hin oder her, in Grünheide bereitet man ungebremst den Boden für Tesla. Allerdings weiterhin unter Vorbehalt.